So. Dann nochmal. Okay, das geht das jetzt unten. Das kriege ich dann nach oben. Aber ich komme noch nicht durch, weil die Tür verschlossen ist dahinter. Ich brauche den Schlüssel. Unter den Kisten war ja kein Schlüssel. Ach, da ist er. Ich Trottel. Und ich sag noch gerade früher, das ist ein anderes Geräusch gewesen. Mann. Okay, das heißt, jetzt muss ich das Gitter hochfahren. So. Und jetzt müsste ich eigentlich... Okay. Da ist wieder ein Schalter. Danke. Moment, ich schaue ganz kurz, ob das Gitter dann hochgeht. Ach, das geht dann runter, okay. Ach, verdammt. Aber ich habe eine Vermutung. Und zwar, dass ich jetzt... Wo war das? Verdammt, wo war das? So, dass ich jetzt hier runter muss. Nee. Ich muss wahrscheinlich hier jetzt... Da falle ich dann durch, okay. Wenn ich jetzt hier den Schalter betätige. Nee, verdammt. Ach so, Moment. Wenn ich das mache. Ah. Alles klar. Und jetzt zurück zur Tür. Jetzt nicht irgendwas mir entgegen. Kein Spinnchen oder so. Oder diese komische Mumie oder was das war. Okay. Ich werde gerade direkt in eine Richtung gelotst. Das gefällt mir gar nicht. Das war's? Verdammt! Oh oh. Verdammt! Oh oh! Weg, 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 weg! Ich hoffe, es ist nur einer! Oh nein, nicht schon wieder die kleinen Viecher! Bäh. Ich hasse euch! Und ich auch! Mann! Jetzt kommt alles auf einmal! Nein! In Ruhe. Ich will auch nur hier raus. Oh Mann, ich habe mich schon gefreut, dass es der Ausgang war, aber nein. Was? Die unendliche Tiefe. Schön. Sowas liest man gern. Ja, was war das? Ach, okay. Dunkelheit. Kann ich da runter? Warum mache ich sowas? Dann eben nochmal in die unendliche Dunkelheit. Aber wo muss ich hin? Da entlang? Nee, keine gute Idee. Wow. Das sieht mir irgendwie nach einem Weg aus. Gut. Es ist so dunkel.
Das erklärt auch den Titel dieses Levels. Oh, oh. Oh, das ist ein Wind. Verdammt, der drückt mich nach rechts. Links. Verdammt. Aber ich bin draußen. Und ich glaube, der Wind wird stärker. Verdammt. Muss ich darüber? Oder da entlang? Ich glaube, ich muss darüber. Nein! Böder Wind, hör auf! Nein! Oh oh. Ich gehe mal da entlang. Ha! Damit hat das Spiel nicht gerechnet. Nein, schlechte Idee. Oder doch nicht? Nein! Nee, den Sprung schaffe ich doch niemals. Den darüber schon eher. Ronimo. Ich hasse Wind. Und Dunkelheit auch und Höhlensysteme mag ich sowieso nicht. Hör auf, der Wind. Hör auf damit. Du willst doch nur, dass ich sterbe. Ich renne mal den Weg entlang. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt nicht dorthin komme, wo ich gerade eben schon war, aber wir sehen es ja gleich. Darüber oder? Ich geh mal da entlang. Ach, verdammt. Hör auf damit, Wind. Tür. Da kann ich hoch. Okay. Was ist das? Ach, ein Grab. Schön. Wer lässt sich hier verbuddeln? Zum Glück ist hier der Wind nicht ganz so stark. Also eigentlich gar nicht vorhanden, außer akustisch. Muss ich da hin? Keine Ahnung, ich versuch's mal. Nee, aber da geht's nach unten. Ich Trottel, das war Nebel. Da wäre gar nichts. Ach, da ist ein Schalter. Ich hab den voll übersehen. Peinlich, das ist nicht offen. Das heißt, ich gehe nochmal zurück zu dem Schalter. Ich vermute nämlich, dass das Gitter hier... Ich hätte vorher nicht die 13 Flaschen Bier trinken sollen. Öffne dich! Gut, dann schaue ich mal nach unten. Ist da oben was? Ist das ein Schalter? Da ist ein Schalter. Aber wie komme ich da ran? Von da aus? Ach! Da entlang. Und jetzt? Ist jetzt das Gitter offen? Moment. Kann ich hier runter? Verdammt, ich traue mich nicht. Das heißt, ich gehe den sicheren Weg zurück. Oh. Oh Mann. Das war nicht hier, das war hier. Ja, geht es offen. Okay. Immer noch nicht der Ausgang, verdammt. Da passe ich nicht durch. So schlank bin ich noch wieder nicht. Verdammt, ich renne mal einfach querfeld ein. Nein. Da, Tür. Okay, ich glaube, ich nähere mich kein bisschen dem Ausgang. Ganz im Gegenteil. Ich dringe immer tiefer ein. Ein Buch. Dieses Buch hat Informationen über den Prozess, wie man die Seele einer Person aufnimmt und das Leben einer anderen Person verlängert. Es gibt keinen Zweifel darüber, warum du hierher gebracht wurdest, okay? Deswegen sind wir hier. Runaway, okay. Wohin? Da? Okay. Näher am Bösen. Schön. Mann, gibt's nicht einen Titel, wo steht Regenbogen und Katzenbabys? Okay. Da entlang. Sind da Fledermäuse oder was ist da gerade um mich herum? Oh, oh. Ich habe keine Ahnung, was mich hier gerade umgibt, aber irgendwas Lautes. Da sind Fledermäuse, okay. Au, geht weg. Lasst mich alle in Ruhe.
Weißt du, wo ich hin muss? Da entlang? Nee. Da? Nee, da komme ich her, Mist. Darüber? Schalter. Und jetzt, habe ich irgendwo ein Gitter gesehen? Ich kann mich nicht erinnern. Au! Ich bin eigentlich gerade auf die Fledermaus draufgesprungen. Die müsste tot sein. Uah. Ach, ich fällt. Au! Ach, lass mich in Ruhe! Mann, das Vieh ist voll nervig. Okay, ich habe irgendwas hier. Ah! Uah. Irgendwas habe ich übers... Nicht... Doch, das war der Ausgang. Ja! Aber nicht der Ausgang, den ich eigentlich suche. Oh oh. Vorsichtig. Oh, oh verdammt. Nein, das wollte ich nicht. Nein, geht weg. Nein, au, au, au. Nicht in die Stacheln rein. Nicht noch eine, verdammt. Au. Es muss hier doch da oben was geben in diesem Raum. Der ist doch nicht umsonst da. Doch in eines der Löcher runter? Ich glaube ja nicht. Schalte es hier nirgendwo. Ich probiere es einfach mal. Oh. Ach, da ist ein Schlüssel gewesen. Da ist ein Schlüssel. So. Ja, draußen. Aber immer noch nicht ganz. Wo ist dieser verdammte Teufel? Das klang jetzt nicht sehr gut. Das klingt alles nicht sehr gut. Was zum? Oh, okay. Das ist doch eigentlich Freiheit. Der Tod ist auch Freiheit. Glaube ich. Ich meine, ich weiß es nicht genau. Ich glaube, ich darf die Platten nicht drücken. Ich glaube, ich muss hier durchkommen, ohne die Platten zu drücken. Das heißt, ich werde mich ganz langsam vorwärts pirschen. Dich sehe ich auch. Oh, wie soll ich da vorbeikommen? Ja, ganz toll. Keine Ahnung. Komme ich da? Da komme ich so vorbei. Ach Mist. Freitod!